Hallo Freunde, guten Morgen, 23. Dezember in Gallipoli auf dem Campingplatz La Masseria. Ihr seht, uns geht es gut, das Frühstück ist vorbereitet. Wo ist unser Max? Der erkundet die Nachbarschaft mal wieder und da ist auch Annette. Guten Morgen. Im Anschluss berichte ich euch über einen kleinen Ausflug, den wir hier am 14. Dezember hatten. Wer sich für die Natur hier interessiert, näher Otranto. Ja, wir besuchten zunächst nahe Otranto die Grotte der Poesie. Das ist eine innerhalb von Felsen gelegene Grotte. Man kann also durch einen Naturtunnel praktisch ins Meer schwimmen. Seht euch das einfach mal an. So, heute machen wir einen Ausflug zur Grotte der Poesie. Ein recht stürmischer Tag. Ihr seht, hier ist die Grotte. Und da unten kann man werden, wenn man guter Schwimmer ist, aber heute empfiehlt sich das nicht, bis zum Meer durchschwimmen. Hier fliegt einem schon die Gischt um die Ohren. Überall haben sich die Liebenden verewigt. Sommer, natürlich, wenn das Wetter und die See ruhiger sind, dann springen die Leute hier auch rein, von den Felsen da oben. Annette ist gut eingepackt. Maxi findet das auch ganz interessant. Der Foto, der Shootingstar, Maxi. Joe und Maxi. Da hinten La Mare und neben Joe die Grotte der Poesie. Bei Otranto. Das zweite Naturschauspiel sind die Faraglioni-Felsen. Die sind bei Sant'Andrea in unmittelbarer Nähe auch der Grotte der Poesie. Nach dem Mittagessen im Agriturismo Torre Pinta in Otranto direkt
sehr zu empfehlen, mit kleinen italienischen Häppchen, so eine Art Vorspeisenteller, ging es dann weiter direkt nach Otranto. Und am Hafen sehen wir die Befestigungsanlagen. Hier sind wir in Otranto am Hafen. Das hier ist die Befestigungsanlage. Und jetzt lese ich mal zu Otranto etwas vor hier aus einer Broschüre, die uns unsere Petra zur Verfügung gestellt hat. Über Otranto ist eine Hafenstadt am südlichen Ende der Ostküste Italiens in der Provinz Lecce in der italienischen Region Apulien. Wir sind also praktisch vom Ionischen Meer durch Apulien quer durchgefahren bis zur Adria. Hat 5700 Einwohner. Die Meerenge, die der Stadt vorgelagert ist, wird als Straße von Otranto bezeichnet. Bis Albanien sind es gerade 70 Kilometer. So, Otranto wurde bereits in der mittleren Bronzezeit besiedelt. Mykenische Keramik aus dem 13. Jahrhundert vor Christus bestätigt die enge Verbindung mit Griechenland. Unter den Römern wurde Otranto ein wichtiger Hafen für Schiffe nach Kleinasien. Ja, und dann zum Dom. Um 1480 eroberten osmanische Türken Otranto als erste Stadt auf italienischem Boden. Es wurden 800 Männer enthauptet, weil sie sich geweigert hatten, zum Islam überzutreten. Sie werden seitdem als Märtyrer verehrt, wurden 1771 vom Papst Clemens XIV. Selig und im Mai 2013 erst von Papst Franziskus heilig gesprochen. Erst ein Jahr später, in 1481, wurde Otranto befreit und kam zum Königreich Neapel. Und die Gebeine dieser enthaupteten Männer der Stadt Otranto finden wir im Dom hinter dem Altar. Das ist der Dom von Otranto. Da wollen wir gleich mal reingucken mit unserer Reisegesellschaft hier. Da gibt es eine Luftaufnahme von oben ohne die Bänke. Ja. Dann kann man das ganze Mosaik sehen. Oh, da drüben ist sogar eine Brücke. Ja. Entschuldigung, ja. Ja, ja. Ja, gigantisch. Wenn ich die Köpfe sehe. Ja gut, das sind nur die Augen. Ne? Ja. Also noch ein bisschen raus. Thank you.
Morgen ist Heiligabend. Ich wünsche euch schöne Feiertage. Wir werden hier morgen den Heiligabend im Kreis der Camper feiern. In der Bar. Ungefähr 2 Dutzend Personen werden wohl dabei sein. Jeder macht eine Kleinigkeit für ein Buffet. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich Heiligabend oder wir beide, Annette und ich, Heiligabend außerhalb unserer Familie verbringen. Aber es ist dieses Jahr eben mal so und vielleicht wird es im nächsten Jahr anders. Wir wissen es noch nicht. Kommt alles ganz drauf an, wie sich die Lage so entwickelt. Schöne Feiertage wünscht euch euer Joe.